Halleluja und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es ist schön, euch zu sehen an diesem besonderen Tag. Weihnachten ist da, allerdings anders als sonst. Aber für Josef und Maria war ja die Geburt ihres ersten Kindes auch anders als erwartet. Auch sie mussten auf Abstand gehen und im Stall unterkriechen. Eine Maske haben sie zum Glück nicht gebraucht. Aber was, liebe Kinder, denkt ihr, was haben Maria und Josef in der Nacht gebraucht? Bitte? Ein Unterschlupf. Ein Unterschlupf, ja. Was haben sie noch gebraucht für ihr Kind? Hat jemand eine Idee? Also ich denke, Windeln haben sie gebraucht. Und ja, genau, einen weichen Untergrund, wo es liegen konnte, eine weiche Decke. Ja, vielleicht auch Essen und Menschen, die dann kommen und sagen, was, euer Kind ist geboren? Herzlich willkommen, schön, dass es da ist. Wir werden gleich gemeinsam sehen und hören und spielen, wie sich das vielleicht damals zugetragen hat. Und das alles tun wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam das erste Lied singen oder summen oder hören, jeder wie er und sie mag. Die Maske müssen wir die ganze Zeit über Nase und Mund tragen. Ihr Kinderlein kommt. Lasst uns gemeinsam beten und wer kann, stehe bitte auf. Gott, wir kommen aus all den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest in diesen Gottesdienst. Einige sind froh, andere vielleicht auch traurig, weil liebe Menschen nicht dabei sein können. Es gibt auch Unruhe, weil uns Geschehnisse in der Welt belasten und zu schaffen machen. Und an vielem sind wir Menschen selbst schuld. Gott, wir nennen Weihnachten oft das Fest der Liebe und das große Familienfest. Wahrscheinlich, weil uns in der Familie das Lieben noch am leichtesten fällt. Obwohl, da ist es ja auch schon schwer genug, beständig die Liebe zu spüren. Wenn die Kinder anstrengend sind, wenn die Eltern anstrengend sind, wenn der Partner nörgelt, wenn die Partnerin so wenig im Haushalt mithilft. Liebe innerhalb der Familie, das ist schon eine Lebensaufgabe. Aber Liebe außerhalb? Wenn wir unsere Arme ausbreiten, sind das nur 2 Meter oder weniger. Jesus sagt, das ist ein guter Anfang. Als ich, Jesus, im Stall von Bethlehem geboren wurde, war ich nur 41 Zentimeter groß und meine Eltern waren arm und machtlos. Aber Mitmenschlichkeit ist länger und größer und reicher und machtvoller als alles andere. Mitmenschlichkeit ist das Maßband aller Dinge. Sie funktioniert mit Maske und ohne Maske. Sie funktioniert über Telefon, auf Abstand, vom Band.
Sie ändert alles. Wo die Mitmenschlichkeit geboren wird, da wird ein schmutziges Feld zur Arena für Himmelschöre. Hilf uns, Gott, dass wir deinem Menschensohn vertrauen und seinem Projekt Mitmenschlichkeit, dass wir das wagen mit dem Ausbreiten der Arme und mit dem Ausbreiten der Herzen, dass wir den Jesus-Virus weitergeben und der Friede deiner Weihnacht endlich kommt. Amen. Stern über Bethlehem. Ihr dürft euch setzen, wir singen. Es begab sich aber zu der Zeit. Ja, was begab sich denn da in der heiligen Nacht? Und wie können wir das heute erzählen? Ganz einfach, mit euch, mit uns allen, wir alle zusammen. Das ist das Ensemble der Weihnachtsgeschichte. Jeder und jede bekommt eine Rolle oder mehrere. Wir spielen nämlich auch die Menschen in den vollen Herbergen, die für Maria und Josef und Jesus keinen Platz hatten, weil alles übervoll war. Ich denke, wir können uns alle sehr gut in diese Rollen hineinversetzen, weil bei uns ja auch oft viel zu viel und alles voll ist, mit Terminen und mit anderen Gedanken. Und wir sagen, alles voll, geh bloß weg. Und dann hören wir auch nicht, wo Jesus zu uns kommen möchte, um unser Leben schön und frei zu machen. Wenn sich gleich Josef und Maria auf die Suche machen nach einem Ort, wo Maria ihr Kind zur Welt bringen kann und Josef an die Tür klopft, dann ist euer Einsatz, nämlich so. Wenn ihr den Josef klopfen hört, dann schlagen wir ihm die Tür vor der Nase zu und wir sagen alle zusammen und klatschen dazu, kein Platz, alles voll. Das versuchen wir mal. Kein Platz, alles voll. Und wenn Josef an diese Seite kommt und er klopft, an die rechte Seite, dann seid ihr dran und sagt, kein Platz, alles voll. Wenn er dann weiter wandert, kommt er an diese Seite, er klopft an und ihr seid dran. Kein Platz, alles voll. Sehr gut. Und nun haben wir aber auch noch die schönste Rolle im Krippenspiel, nämlich wir alle sind die Engel, der himmlische Chor. Wir haben die schönste Aufgabe überhaupt heute Abend, nämlich die frohe Botschaft zu verkünden, dass Jesus, der Heiland der Welt, geboren ist, dass keiner Angst haben muss, sondern dass Freude und Friede überall auf der Welt sein soll. Und diese Rolle geht so. Wir sind der Engelchor. Jetzt möchte ich euch bitten, jeder summt auf seinem eigenen Ton und hält den lange, lange aus. Wenn du keinen Atem mehr hast, holst du noch mal tief Luft und atmest nach. Dann werde ich zeigen, dass es ein bisschen höher geht mit unserem Ton. Aber die ganze Zeit summen wir diesen Engelchor. Wir versuchen es mal. Und
und ruhig nachatmen. Und noch einmal. Wunderbar, der summende Engelschor und die abweisenden Herbergsleute. Das sind die Rolle, die wir alle haben. Diese Rollen sind ziemlich schwer, weil wir alle summen und alle sprechen müssen. Die Rollen, die jetzt kommen, die sind viel leichter, ohne Summen und ohne Sprechen. Welche Familie hat Lust, die Hirten darzustellen? Gerkes, wunderbar. Dafür gibt es an der Eingangstür gleich, wenn ich fertig geredet habe, Umhänge, Hüte, Hirtenstäbe und auch ein Lamm. Es ist alles frisch. Welche Familie macht unsere Hirten? Familie Gerke. Ihr müsst nichts sagen, ihr braucht euch nicht selbst auszudenken, ihr macht einfach nur das, was ich euch sage, was ich euch in der Geschichte erzählen werde. Ich darf euch bitten, nach hinten zu gehen. Dann brauchen wir eine Familie, die die Heiligen Drei Könige spielt. Es können auch vier oder fünf Könige sein, wenn die Familie größer ist. Welche Familie hätte Lust, die Heiligen Drei Könige zu spielen? Bitte sehr. Wunderbar. Ihr könnt die Könige spielen. Vielleicht können wir mal kurz einen Applaus geben für die Freiwilligen. Ihr geht bitte zu Daniela Tobler und lasst euch da einkleiden. Dann brauchen wir noch zwei aus einer Familie, die mit dem Kamel, mit den Königen mitgehen. Zwei aus einer Familie, die in das Kamel reinschlüpfen. Justus und Jonna, bitte. Geht mit den Königen mit. Und dann brauchen wir natürlich ein Liebespaar. Maria und Josef. Wer spielt das Liebespaar? Egal, ob 20 Jahre alt oder 80, das spielt keine Rolle. Ein Liebespaar. Wunderbar. Also, Maria und Josef, ihr geht bitte zu Angelina da hinten. Ja, dann kann es losgehen. Die Spieler können ganz entspannt sein. Ich gebe euch allen ein Zeichen, wenn ihr drankommt. Und wir hören zu Beginn Musik. Es begab sich in einer Zeit, lange vor der unseren, in einem Land weit weg von hier. Da liebten sich zwei Menschen.
Es war nicht so einfach mit ihrer Beziehung, denn die Frau war schwanger, aber nicht von Josef. Ein Engel hatte ihr die Botschaft gebracht, dass sie Gottes Kind zur Welt bringen würde und sie solle ihm den Namen Jesus geben. Josef liebte Maria und er wollte das Kind gemeinsam mit ihr großziehen. Als der Geburtstermin nahe rückte, da mussten sie eine Reise antreten. Schikane des Kaisers Augustus. Er wollte, dass alle Menschen gezählt würden, damit er den Überblick bekommen würde, wer wie viel Steuern zu zahlen hatte. Jeder musste gehorchen. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Maria und Josef gehen also langsam gemeinsam mit ihren Esel los. Und als sie schon seit Tagen unterwegs sind und schließlich in Bethlehem am Ziel endlich angekommen sind, bleibt Maria plötzlich stehen, mitten auf der Straße. Sie legt die Hände auf ihren großen Bauch und krümmt sich zusammen. Sofort legt ihr Josef stützend den Arm unter den Ellbogen und fragt: Ist es soweit? Kommt jetzt das Kind? Maria schaut ihn gar nicht an, sondern krümmt sich weiter und nickt heftig mit dem Kopf. Da macht Josef etwas, das eigentlich ganz unsinnig ist. Er freut sich riesig und versucht, Maria einen Kuss auf die Stirn zu geben. Sie haben es doch geschafft, sie sind in Bethlehem. Die Dunkelheit bricht gerade herein und sie sind sicher in der Stadt angelangt. Jetzt muss Josef nur noch schnell ein Zimmer in einem der vielen Gästehäuser finden und dann kann das Wunder kommen, das Wunder ihres ersten Kindes. Josef sagt: Warte kurz. Er lässt Maria los und tritt auf die erstbeste Tür auf der anderen Straßenseite zu, auf der rechten. Er klopft dreimal laut. Und dann ruft er fröhlich: Meine Frau bekommt ein Baby, wir brauchen schnell ein Zimmer. Wie aus einem Mund tönt es aus dem Inneren des Hauses: Kein Platz, alles voll. Etwas verzagt tritt Josef einen Schritt zurück. Haben die Leute nicht gehört, was er gerufen hat? Er dreht sich um und geht zum Haus gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Er klopft dreimal an die Tür und ruft: Meine Frau ist hochschwanger, wir brauchen dringend ein Quartier. Und wieder hört er aus dem Inneren des Hauses: Kein Platz, alles voll. Jetzt bekommt es Josef langsam mit der Angst zu tun. Er geht mit schnellen Schritten wieder auf die rechte Straßenseite und läuft zum nächsten Haus. Er klopft dreimal an die Tür. Aber bevor er ein Wort sagen kann, tönt es aus dem Haus wie mit einer Stimme: Kein Platz, alles voll. Als sich Josef schon verzweifelt vom Haus weggewendet hat, da wird ganz oben eine Luke aufgerissen und eine krächzende Stimme ruft: Das Haus ist voll, schaut, wie ihr seid, das gehen uns eure Probleme an. Josef schaut zu Maria. Sie steht immer noch auf ihren Stock gestützt da. Ihr Blick ist auf den Boden gerichtet. Josef fürchtet, dass sie vielleicht weint. Aber da hebt Maria plötzlich ihr Gesicht zum Himmel und lächelt. Warum lächelt sie? Verwirrt und ärgerlich läuft Josef auf die linke Straßenseite und klopft nochmal laut an die Tür. Er ruft: In Gottes Namen, helft uns! Meine Frau wird in dieser Stunde ihr erstes Kind auf die Welt bringen. Wir brauchen einen Raum und Unterstützung. Und wieder tönt es aus dem Haus: Kein Platz, alles voll. Josef fasst sich an den Kopf. Ist denn die Mitmenschlichkeit heute Nacht tot? Da öffnet sich die Tür einen Spalt breit und eine Stimme sagt leise: Dort hinten, am Ende der Straße, da drüben auf dem Feld, da ist ein Stall. Da hättet ihr zumindest ein Dach über dem Kopf. Da
Dann schiebt eine Hand verstohlen ein sauberes Laken und einen Krug Wasser durch die Tür. Josef läuft hin, während Maria stehen bleibt. Er hebt das Laken und den Krug mit Wasser. Er läuft zu Maria. Maria, komm, wir haben einen Platz gefunden. Maria geht langsam mit ihm, mit gekrümmtem Rücken zusammen mit Josef. Sie hält ihren Bauch fest und murmelt, Jesus, Maria und Josef, das wurde aber auch Zeit. Und dann gehen die beiden in den Stall und setzen sich. Zur gleichen Zeit waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Sie stehen ums Feuer und wärmen sich die Hände. Sie wärmen sich die Hände und durch ihre Masken hindurch pusten sie aufs Feuer, weil es angenehm ist, von allen Seiten gewärmt zu werden, drehen sie sich um, damit das Feuerchen auch den Rücken wärmen kann und ihren Po, obwohl das eigentlich eine behagliche Szene sein könnte, hat die Hirtenchefin heute schlechte Laune. Sie stochert mit ihrem Stab im Feuer herum und schimpft über die politische Situation im Land, dass die Arbeit so hart ist und das Leben so trist, dass sie nie etwas Schönes sehen kann und keine Aussicht auf Besserung. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Die Hirten bekommen einen Riesenschreck. Sie reißen ihre Augen weit auf und werfen ihre Hände in die Luft, als ob jemand gerufen hätte, Hände hoch, das ist ein Überfall. Die Hirtenstäbe fallen zu Boden, sie versuchen sich zu verstecken, die Kleinen hinter die großen Hirten, hinter ihrem Mantel und in ihrem Hut. Aber dann hörten sie ein Summen und sie staunten, was dann geschah. Die Hirten staunten, was jetzt geschah. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Fürchtet euch nicht, vorsichtig guckt die Hirtenchefin aus ihrem Versteck hervor. Eine große Freude, vorsichtig guckt der Hirtenvater aus seinem Versteck hervor. Ein Windelkind in einer Futterkrippe. Die Hirten, die Kleinen, halten sich die Hand vor den Mund und kichern leise. Die Hirtenchefin sagt: Lasst uns gehen gegen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Der kleinste Hirte nimmt ein Lamm auf seine Arme, was nicht da ist, legt es sich über die Schultern und sagt: Ja, wir gehen. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Die Hirten nähern sich dem Stall, wo Maria und Josef sitzen. Sie schauen und staunen und sind so baff, dass sie sich setzen müssen. Eigentlich ist das ein alltäglicher Anblick, eine Frau, ein Mann, ein Baby, aber plötzlich denkt die schlecht gelaunte Hirtenchefin, hier ist irgendetwas schön, hier ist irgendetwas unfassbar schön. Nicht allzu weit entfernt, da schauen die Menschen drei oder mehr durch ihre Fernrohre. Sie sind Weise und Sterndeuter, Könige sind sie auch. Und sie kommen von weit her aus dem Morgenland. Schon seit Tagen reisen sie diesem besonderen Stern hinterher. Da, sie zeigen mit dem Finger zu diesem Stern. Dort müssen wir hin. Rasch machen sie sich auf den Weg. Und das Kamel kommt natürlich mit. Dem Stern nach. Sie wissen, wenn sich so ein Stern zeigt, dann führt er sie zu etwas Großem, zu etwas, das größer und stärker und wertvoller ist als alles andere. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und so geschieht es. Die Könige geben ihre Geschenke ab, verbeugen sich, fallen nieder auf ihre Knie, stehen wieder auf und stellen sich an die Tür da hinten. Und das Kamel bleibt im Mittelgang stehen. Oder es bleibt da stehen. Auch gut.
Ich kann mir vorstellen, dass die Freude über die Geburt, über dieses Kind so groß war, dass man es in dieser Nacht weit hören konnte und der Himmel war erfüllt von einem Engelssummen ohne Ende. Und wir versuchen es nochmal. Alle summen und wir spielen eine Strophe vom nächsten Lied vor und ihr summt nur weiter während des Vorspiels. Dann singen wir das Engellied. Und immer weiter, immer weiter. Ich denke, die Spieler haben einen Applaus verdient. Vielen Dank, Maria und Josef, vielen Dank, Kamel, vielen Dank, Hirten und Könige. Ihr dürft wieder an euren Ausgangspunkt zurück und euch umkleiden lassen. Und während die Umkleidung, Entkleidung passiert, da wurde es still im Stall. Nur die kleine Familie mit ihrem neugeborenen Kind. Und dazu singen wir ein Lied, nämlich Stille Nacht, Heilige Nacht. Singen wir alle drei Strophen gemeinsam. Thank you.
Liebe Gemeinde, das Schuljahr ist zu Ende, es sind ja gerade Ferien. Und somit endet auch ein Dienst zumindest an der DSP, nämlich die von Thomas Gerke. Ihr geht zurück nach Deutschland nach 8 Jahren hier in Pretoria. Und ihr seid heute hier, um euch zu verabschieden und um euch Gottes Segen zusprechen zu lassen. Wollt ihr mal nach vorne kommen als Familie? Vielen Dank, dass ihr heute die Hirten wart und dass ihr auch sonst eure Kraft und eure Ideen hier in die Gemeinde eingebracht habt. Wir hoffen, ihr findet in Deutschland auch eine Gemeinde, wo ihr euch willkommen und zu Hause fühlt. Ihr dürft euch mal an den Händen fassen. Gott segne euren Blick zurück und eure Schritte nach vorne. Er bewahre euch die Erfahrungen an diesem Ort und begleite euch auf dem Weg, der vor euch liegt. So segne euch der Barmherzige und der Allmächtige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Ich bitte euch aufzustehen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du kleines Christkind, von Neuem wirst du heute in unserer Mitte geboren. Sei willkommen in dieser Gemeinde, in deiner Kirche, an diesem Ort, in diesem Land. Ewiger Gott, du kleines Christkind, sei uns willkommen mit Maria und Josef. Such dir dein Zuhause bei allen Müttern und Vätern und bei allen, die für kleine und schwache Verantwortung übernehmen. Ewiger Gott, du kleines Christkind, sei uns willkommen mit den Hirten. Such dir dein Zuhause bei allen, die hart arbeiten und bei allen, die kaum genügend zum Leben besitzen. Ewiger Gott, du kleines Christkind, sei uns willkommen mit dem Ochsen, dem Esel und den Schafen. Such dir ein Zuhause in der gequälten Schöpfung, bei den Tieren und in den vermüllten Meeren und der verschmutzten Umwelt. Ewiger Gott, du kleines Christkind, sei uns willkommen mit den Herbergsleuten aus Bethlehem. Such dir dein Zuhause im heiligen Land und alle, die in ihm wohnen. Such dir dein Zuhause bei allen, die dich suchen und auf dich hoffen. Ewiger Gott, du kleines Christkind, sei uns willkommen mit deinen Engeln. Such dir dein Zuhause, wo Menschen sich nach Frieden sehnen und wo Krankheit, Trauer und Verzweiflung herrschen. Ewiger Gott, du kleines Christkind, sei uns willkommen. Such dir dein Zuhause bei den Kindern dieser Erde. Such dir dein Zuhause bei uns und mache unser Leben hell und fröhlich. Heute Abend, zu diesem Fest und an allen Tagen, die kommen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wollen nun unser Schlusslied singen, wir bleiben stehen und dann in den Abend hinausgehen im Klang der Weihnachtsglocken. Darum, kleine Glocke, lass die Botschaft erklingen und läute es allen Menschen ins Herz. Fürchtet euch nicht, in dieser Nacht wird euch große Freude verkündet.
Mittlere Glocke, lass auch deinen Klang erschallen und läute es allen Menschen ins Herz. Euch ist heute der Heiland geboren. Und auch du, große Glocke, sollst heute nicht schweigen. Lass deine tiefe Stimme erschallen und läute es allen Menschen ins Herz. Ehre sei Gott und Friede auf Erden.